Topfgucker TV empfiehlt. Ja, mein Name ist Daniel Fischer. Eigentlich wollte ich heute parallel zur Fußball-WM auf der Terrasse grillen. Leider macht das Wetter nicht so mit. Nichtsdestotrotz werden wir heute grillen. Und zwar was aktuell zur Fußball-WM wunderbar passt. Wir machen gegrilltes Gemüse. Und damit das nicht so trocken wird, machen wir noch ein kleines Schweinekotelett dazu. Und das Ganze mit Ziegenkräuterquark. Ja, ganze verrückte Sache. Wir nehmen Paprika, wir nehmen Zucchini, Aubergine. Man könnte auch Champignons grillen. Wichtig ist beim Grillen natürlich immer, dass man Dinge nimmt, die wenigstens doppelt so breit sind wie der Schlitz in den Grill. Aus dem einfachen Grund, sonst sind die Verluste schier zu groß. Bei einem Gemüse bietet es sich an, es nicht einfach nur auf den Grill zu werfen, sondern es ein bisschen zu marinieren und dazu etwas Öl. Denn trockenes Gemüse auf den Grill gelegt, das wird ja nie besser. Und aus dem Grund braucht es ein bisschen Öl. Denn wir wollen es ja nicht trocknen, wir wollen es ja dann hinterher essen. Und dieser Brateffekt, der kommt natürlich nur, wenn ein bisschen Fett dran ist. Da nehmen wir neutrales Sonnenblumenöl, weil geschmacklich spielt das Öl weniger eine Rolle. In erster Linie geht es ja darum, dass es halt ordentlich zum Grillen ist. So, Aubergine, die schneiden wir schön längst. Zwei Lauchzwiebeln noch, Zucchini bietet sich auch an, wächst glaube ich in jedem Garten. So, und jetzt könnte man natürlich noch Knoblauch und Rosmarin und alles Mögliche reingeben, ist aber nicht so wichtig. Entscheidend ist etwas Salz, damit Wasser austritt, da wird es auch etwas weicher im Vorfeld schon. Und natürlich, das sagte ich ja gerade, etwas Sonnenblumenöl. Und dadurch lässt es etwas Wasser, wird geschmeidig und wir können es dann wirklich schön grillen. Und damit brät es auch ein bisschen, weil wenn trockenes Gemüse mit 95% Wasser auf dem Grill liegt, wo soll da die Freude herkommen, ne? So, ganz vergessen, aber eine feste Tomate eignet sich natürlich auch noch. Besser als für einen Salat, da sollte man die richtig reifen nehmen. Aber so eine Tomate, vor allem wenn die nass wird, wird die richtig matschig auf gut Deutsch und wir haben fast eine kleine Soße dazu. Boah, total verrückt, funktioniert aber. So, Schritt 2. Frisch vom Wochenmarkt, Ziegenquark. Das hat den Vorteil, man könnte selbst die eine Laktoseintoleranz haben oder sogar eine Allergie, damit beglücken. Etwas Gemüsebrühe, blub, etwas Salz. So, und jetzt natürlich alles, was Sie wollen. Ich habe heute Blattpetersilie. Ich habe frischen Koriander. Die gibt es auch in trockneter Variante, hat aber nichts mit dem Frischen zu tun. Der Frische schmeckt völlig anders. Auch herrliches Aroma. So, logischerweise ein bisschen Basilikum. Dann haben wir noch was hier. Rucola, auch super geeignet. Schöner kleiner Rucola. Man kann ihn pur als Salat essen. Passt aber auch wunderbar in einem Kräuterfrischkäse. Haben wir noch ein bisschen was so. Und bei Kräutern in dem Fall lieber zu viel wie zu wenig. Und außer Thymian, Rosmarin, solche Brüller-Kräuter, die auch sehr hart sind, kann man da alles reinwerfen. Man könnte auch noch Kerbel, ach und jeder, was er so kennt, Wildkräuter passt auch ganz gut. Da sind ja die Vorlieben extrem weit auseinander. Auch Dill würde funktionieren. Die kann man klein schneiden, die kann man auch hacken. Das geht auch mit dem Wiegemesser. Aber da matschen die Kräuter meistens sehr und deswegen muss das nicht sein. So, noch einmal quer. Da ist das auch schon wieder passiert. Wie gesagt, Ziegenfrischkäse, man kann Büffelkäse nehmen, man kann normalen Quark nehmen, man kann saure Sahne mit reinwerfen. Da ist der Fantasie wirklich keine Grenze gesetzt. Ich habe heute Ziegenkäse genommen, weil es einfach mal was anderes ist und weil Ziegenmilch ja extrem gesund ist. So, schwuppdiwupp, im Handumdrehen dauert 2 Minuten. Wenn man das für 20 Personen macht, dauert es 5 Minuten, aber es ist selbst gemacht, es ist frisch. Und vor allen Dingen, es sind frische Kräuter drin. Wenn man das Zeug kauft, sind meistens gefriergetrocknete Kräuter drin, weil es sonst gar nicht lange halten würde. Es schmeckt dann halt auch nicht so gut. Und ich glaube, wer grillt, der sollte auch die Zeit nehmen, ein paar Sachen vorzubereiten. Das gleiche gilt jetzt für unser Kotelett. Es gibt ja diese Sachen, die Steaks, die nach Farben sortiert sind, grün, rot, gelb, ganz furchtbar. Da ist weniger Fleisch drin als Rest. Hat das den Vorteil, den Nachteil dann beim Grillen, der Grill klebt wie Sau. Das Steak ist hinterher fast weg. Die Hälfte der Menge klebt sowieso in der Tüte, weil es nur Öl, Marinade ist. Also unverständlich, dass man das immer noch kauft. Weil ein normales, nackiges Steak, gegrillt, selbst mit Ketchup, schmeckt das noch besser als dieses fertig marinierte Zeug. Der einzige Vorteil von den marinierten Steaks, aufgrund der ganzen Konservierungsstoffe, man kann sie in die Sonne legen, es hält tagelang. So, aber wer will das schon?
Da ja eventuell ne, nicht nur Vegetarier in der Runde sitzen, machen wir noch ein kleines Stück Schwein dazu. Das ist jetzt Spanferkelrücken, Kotelett besser gesagt, also Karree. Und ich habe das gestern schon mal ins heiße Wasser geworfen, damit das in aller Ruhe durchzieht. Es ist nicht gekocht in dem Sinne, hat ungefähr 60 Grad gehabt. Ne, das ist wie wenn sie einen Kloß kochen, den hauen sie ins Wasser, lassen den ziehen. So ähnlich ist es mit dem passiert. Hat den Vorteil, es schmeckt jetzt ein bisschen intensiver. Da ist Meerrettich, Senf und Zwiebel mit drin, etwas Kümmel. Und der Vorteil ist der, die Schwarte ist es weich. Und wenn man es jetzt auf den richtigen Grill legen würde, würde die Schwarte aufpoppen und nicht nur hart werden. Wir heute in der Pfanne machen das ein bisschen anders. Aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Da schneiden wir es einfach nur zwischen dem Knochen durch. Und man sieht, es glänzt noch, es ist wirklich nicht durchgekocht oder so. Ne? Also man kann damit unheimlich gut noch grillen. So, das nehmen wir zum Naschen. Das ist der Vorteil, sonst kann man beim Einlegen ja gar kein Fleisch probieren. Wenn man es vorher gekocht hat, kann man schon mal probieren. So, das Gemüse ist gezogen jetzt. Man kann das auch theoretisch schon über Nacht vorbereiten, da dann an dem Tag, wo die Gäste kommen, ein bisschen mehr Zeit, um sich schon mal Mut anzutrinken und gute Laune. Wir haben es heute alles live gemacht, weil ich will mal sehen oder zeigen, wie unkompliziert das alles ist. Und da bringt natürlich nichts, wenn ich es aus dem Kühlschrank vorziehe und sage, hier, ich habe da mal was vorbereitet. Also das stand jetzt, keine Ahnung, eine Viertelstunde. Wir heizen jetzt unsere Pfannen hoch, was ja theoretisch ein Holzkohlegrill wäre. Hat den Vorteil, bei der Pfanne kommt kein Mensch auf die Idee, wenn es zu heiß geworden ist, Bier reinzukippen, weil das halte ich ja für eine Todsünde. Und vor allen Dingen hat es ja wirklich fatale Folgen, wenn man, der Grill ist zu heiß, meistens mal Flammen schlagen, das heißt, der brennt noch richtig, dann kippt man Bier rein, dadurch wird die ganze Asche gelöst, klebt von unten am Steak dran, also es ist schade ums Bier, schade ums Fleisch, schade um Grill, fatal. Es ist so eine typische Tradition, wo kein Mensch weiß, warum eigentlich, ne? Und der Vorteil auf dem Grill, es sieht tierisch gesund aus. Man kann da quasi die dicksten und fettesten Sachen dazwischen verstecken. Wenn Gemüse auf dem Grill liegt, denkt jeder, gesund. Ne? Und man muss das ja hinterher gar nicht mitessen. So, ja, es wird langsam warm. Ja, die sind relativ dick, die Pfannen. So, es kann losgehen. Wir legen zuerst das ein, was ein bisschen länger braucht. Natürlich auch nur, um die Farbe zu geben. Nehme ich jetzt mal hier die schönen Sachen, die Spitzen. Das grille ich später. Das wird natürlich jetzt nicht so weich, wie es einige vielleicht aus der Tiefkühltruhe vom Gemüse kennen. Das bleibt knackig, wie ein warmer Salat letzten Endes. Es ist gesund, es ist warm, es passt zum Grillen, es passt zum Sommer. Es gibt keinen Grund, das Gemüse vorher zu kochen oder was weiß ich, was man alles machen kann. Ne? Deswegen die ist so, die gelbe Paprika noch. Ja, wir suchen mal die schönen Ecken raus. So, noch eine zweite Zucchini. Ein bisschen Platz lassen, eine Aubergine. Hier haben wir noch die Tomate gesagt. Und Lauchzwiebeln. So, das darf man in aller Ruhe jetzt vor sich hinrasten. Das ist auch schon heiß. So, und das Fleisch schmeckt quasi schon, bevor es reinkommt. Aber ich meine, wenn eine Bratwurst kauft, die ist ja auch nicht unbedingt roh, die ist ja auch schon gekocht, so eine Bratwurst, gebrüht. So. Und das Fleisch ist ja deswegen nicht schlechter. Der Vorteil ist, es verbrennt nicht, man kann es in Ruhe am Rand auch nur warm machen. Es bekommt trotzdem das Grillaroma und es hat diesen angenehmen Geschmack, ohne dass man es jetzt direkt mit irgendeiner Paste eingeschmiert hat. Wo ich ja kein Freund bin, denn wer gutes Fleisch kauft, der muss es ja lieber tünchen mit irgendwelchen Marinaden, was da alles für komische Rezeptoren gibt. Den Kräuterquark haben wir fertig. Da können wir nochmal durchrühren. Was ich vor uns ganz vergessen habe, das war die Kresse. Die stand zu sehr vor meiner Nase. Ich könnte vielleicht auch sagen, die kommt zum Schluss rein, aber ich habe sie wirklich einfach nur vergessen. Und man kann ja zu Federn stehen, zumindest wenn sie so klein sind. Ja, so viel dazu. Das ist der Quark. Da brauche ich einen Löffel dann. So, das Gemüse. Kriegt jetzt dieses Aroma, dieses Grillaroma, die Tomate, ja, die wird natürlich relativ schnell weich, deswegen legen wir die nur am Rand. Beim Grillen, das dezente Muster reicht eigentlich, es muss jetzt nicht unbedingt schwarze Rillen haben, weil schwarz ist verbrannt und verbrannt ist nun mal, tja, nie unbedingt gesund. So.
statt Spanferkel, wer das nicht hat, geht genauso gut auch ein normales Schwein. Man kann ein normales Steak so bearbeiten. Der Vorteil hier ist, im Prinzip eine Alternative zu den ganzen Konservierungsstoffen, das schon gegart ist, ist es auch ein bisschen unempfindlicher in Sachen Hitze. Also wenn man irgendwo grillen geht oder so, man hat das Fleisch mal vorgegart, man schaltet aus, dass es in 2-3 Stunden vielleicht noch kippt und dann nicht mehr allzu doll schmeckt. So, der Spuk ist vorbei. Das heißt, wir gehen davon aus, alle sind da. Das kann man natürlich selber entnehmen lassen vom Grill. Man kann es ganz freundlich drauflegen. So, das Loch in der Zucchini nutzt man gleich. Die Aubergine. So, und jetzt sieht die auch gegrillt aus, ne? Jetzt sieht die lecker aus. So, haben wir noch eine Zucchini. Schwuppdiwupp. Und eine rote Paprika. Das Auge ist ja mal happen mit. Noch eine rote Paprika. So, und deswegen diese Probe vor uns. Jetzt steht es nämlich und ich finde, das sieht total toll aus. So, wie gesagt, die Schwarte wäre auf dem richtigen Grill, weil die Hitze dort von allen Seiten kommt, wäre die knusprig geworden. Aber in der Pfanne haut das natürlich nicht hin. So, jetzt stellen wir hier noch dazwischen was und legen dahinter was. Schwuppdiwupp. So, jetzt noch etwas von dem Ziegenkräuterquark dazu. Den können wir ja zweimal verteilen. Einmal davor, so, und da ja Kräuter unheimlich gesund sind, machen wir extra noch mal ein paar Kräuterspritzen drauf, wie heißt das hier, Kresse Spitzen wollte ich sagen, und ach, man muss immer aufpassen, dass man sich nicht aufhängt beim Garnieren, weil es sieht natürlich toll aus, viel garniert, aber es wird auch in der Zeit kalt, gerade im Garten, wenn dann keine Abluft sage ich schon, Wärmebrücke drüber ist, aber jetzt hier können wir doch mal so machen. Und da soll mal einer sagen, Grillen wäre ungesund. Ne? Es ist ein Hochgenuss für Auge und Mund, Gaumen. Ja, wir stellen uns jetzt vorne hin. So, und da haben wir jetzt angerichtet und hätten hier einen herrlichen Grillteller. Spanferkelkotelett mit gegrilltem Gemüse, Ziegenkräuterquark, also unendlich gesund, optisch ansprechend, finde ich. Ja, das schmeckt ja im Garten, das schmeckt auch hier im Restaurant. Deswegen kann ich nur empfehlen, kommen Sie hierher, genießen Sie das. Sie müssen das nicht nachmachen. Wir haben auch den Windspritz, auch wenn ich jetzt mit dem köstlichen Schillerbier weitermache. Das haben wir nämlich auch hier. Und das Ganze auch außerhalb der Fußball-WM. Lecker, lecker, lecker. Zum Wohl. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de